Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Institut betreten, welches doch sehr reinlich aussieht. Ja, unser Sohn ist Vater und der Anführer des Instituts und hat uns eingeladen, dass wir uns dem Institut anschließen, weil die voll die lieben Leute sind, die voll für die Zukunft vom Ödland hier sich einsetzen. Und ja, wir sollen uns hier ein bisschen umschauen. Machen wir da doch. Irgendwas wollte ich jetzt. Ach ja. Wir knacken natürlich erstmal ein Terminal hier. Weil warum nicht? Huck. Denn. Nein. Warte. Das. Das wär's. Kellogg, Konrad, erhöhte Lebenserwartung. Wer macht die anderen immer noch nervös? Zuerst dachte ich, sie wären nur durch sein Selbstvertrauen und seine Arroganz eingeschüchtert oder hätten vielleicht einfach Angst vor seinen Versuchen. Eigentlich ein Cyborg, um die Verbesserungen, die er erwartet hat, sind nicht von der Hand zu weisen. Ich wollte schon sagen, der hat gesagt, der wäre schon im Institut, bevor er Anführer geworden ist, oder bevor er im Institut war, das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Das ist ja schon sehr viel älter gewesen. Okay. Sepp. Das Warten geht weiter. Okay, mit Maya, oder? Okay. Wollte ich auch nicht. So. Rauf oder runter? Pflanzen. Wenn ja jeder reingehen würde, ne? Wenn wir alles abschlachten. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind, Sir. Das ist diesen Monat schon der dritte Schaden des Hauptantriebs. Soweit es mich betrifft, können diese alten Modelle nicht früh genug abgeschafft werden. Oh, ich weiß nicht. Die meisten von ihnen haben viel länger funktioniert als vorhergesagt. Wenn du mich fragst, weisen sie eine hohe Qualität auf. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen 3 eingeführt werden. Na also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Danke nochmal. Natürlich. Wir freuen uns alle darauf, mit dir zu arbeiten. Doktor! Sie haben es ernst gemeint. Du bist wirklich hier. Tja, also, ich bin Early Fillmore. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht. Da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf, was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Ups, danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast. Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Ich weiß es nicht. Ich schaue mich nur um. Ich verstehe. Fass bitte nicht alles an. Die Geräte sind empfindlich und nicht solidiert wie die an der Oberfläche. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage Fass wissen nichts an. Möchtest, sage ich es dir gerne. Vielleicht speist sie die Hand ab. Wer hat all das hier ursprünglich gebaut? Gibt es das Institut schon lange? Der Bau des Instituts ist die Arbeit von mehreren Generationen von Wissenschaftlern. Die Überlebenden des Krieges, unsere Vorfahren, haben im Keller des alten Commonwealth Institute of Technology Zuflucht gefunden. Mit der Zeit gruben sich ihre Söhne und Töchter tiefer in die Erde hinein und bauten immer raffiniertere Wohnbereiche und Labore. Das ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Wir graben ständig neue Tunnel für neue Anlagen und Infrastruktur. Stell dir vor, wie es hier in 100 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, ich erlebe das noch mit. Okay. Willkommen.
Als Materialverkäufer des Instituts kann ich Ihnen Vorräte für Ihre Missionen an der Oberfläche anbieten. Was benötigen Sie? Klar, ich schau mal, was du hast. Das ist eine Plasma, ja, das ist eine Plasma. Ein Plasma-Gewehr. 25% höhere Feuerrate und 15% schnelleres Nachladen. Die Effekte sind aber nicht so. Ich habe schon bessere Sachen. Rechter Arm. Habe ich rechter Arm. Champion. Beweglichkeit. Nicht schlecht. Hallo. Wirklich keine Wahrnehmung. Wow. Cool. Kostet nur 827. Verdammt, ich habe jetzt nicht Sachen zu verkaufen dabei. Hier, nimm die. Und dann kann ich keine Sonnenbrille mehr tragen, ne? Egal. Kostet nicht so viel. Die anderen Sachen, die werde ich mir auch noch holen, ja. Viel schwer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Da möchte ich auch haben. Komm. Genug Geld. So, zeig mal, wie das aussieht. Dadurch gehen aber meine Sonnenbrillen weg. Da geht, glaube ich, nur um einen Punkt höher, ne? 16, 16, 17, 18, okay. Wer weiß, ob das schon hochgeballert ist, voll. Das sieht geil aus, der Teil. Voll die Reban-Maske. Na, sieht gut aus. Ding behalte ich. Meine ist klar, ich habe alte. Ich habe eine Reihe von Gegenständen. Komm, ich habe schon jetzt. Oberflächenmissionen nützlich sein dürften. Ich habe ein paar Minuten um. Obwohl, gib mir den einen Helm kurz zurück, damit ich Charisma hochbekomme. Hallo. Sie sind berechtigt, auf meine Vorräte zuzugreifen. Ich habe jetzt nicht mehr meine Dingens. Schau mal, was du hast. Warte. Wohl, warte mal. Oh, wie sehe ich aus? Warte mal, eine Sonnenbrille. Habe ich nicht noch irgendeine, die... Habe ich nicht mehr meine Dings dabei, die mir Charisma gibt? Verdammt. Ja, kein Charisma 11, ne? Nö. Ja, mir wurde halt irgendwie satt, immer zwischen den Klamotten zu wechseln. Dann lass mal sehen, was du so hast. Weil ich dann immer aus Versehen irgendwie Sachen verkauft habe und dann musste ich neu laden und all sowas. Habe ich irgendwie genervt. So. Da ist nur Minen, ja. Dann verkaufen wir hier noch ein paar Sachen. Zum Beispiel das Wasser. Das Tier kommt weg. Egal. Warum kann einen weg? Da lohnt sich sowas von. Ein paar Fusionskerne hier verkaufen, die schon fast leer sind. Bringen wir sowieso nichts mehr. 47! Ja, Mini-Atome haben wir auch mal mehr gegeben. In Fallout 3. So, dann kaufe ich mir mal alles hier. Ich weiß ja nicht, ob ich hier noch mal reinkommen kann. Das kann ich mir alles nicht leisten, Kacke. So, je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu 35, was? Aber das ist ein Brustteil, meinst du schon viel besser? 49.
Hier holen wir den Sint-Armschutz. Boah, da muss ich irgendwie gucken, ob ich irgendwie an Geld komme. Das gibt mir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Auf jeden Fall so. Ja. Boof. Sieht auch komisch aus. Weil der Helm, der sieht geil aus. Verteidigung habe ich jetzt 188. Geil. Okay, ich hoffe, ich kann noch öfter hier ins Institut rein. Machen wir das mal auf. Ist da kein rotes Zeichen dran? Den Helm werde ich auf jeden Fall behalten, auch wenn ich mal stärkere Sachen bekomme. Ja. Ha. Aber bitte sag mir, dass da jetzt ganz viele Kronkorken sind, falls ihr überhaupt hier was mit anfangen können. What? Bisschen mehr hätte ich mir vorgestellt. Set. Wie wiegt das? 0,5. Da erstmal hier alles. Sorge, mein Sohn, der steht schon dafür gerade. Kann ich die Sachen ja auch verkaufen. Alles klar, danke. Geil. Verdammt, ich habe mein Vorkriegsgeld und also was nicht dabei gehabt. Kann er sogar hin einfach. Entschuldigung. Sie sind berechtigt, auf meine Vorräte zuzugreifen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Das Ding sieht aber auch geil aus. Mein Big Boy verkaufen. Nein. Habe ich nicht gerade hier. Ist das nicht so? Na, okay. Gut, lassen wir das. Wir sind sowieso nicht besser. Aber ich hoffe, ich komme hier nochmal rein. Neues Plasmagewehr bekommen. So, wo geht's denn hin, wenn man nach oben geht? Möchte ich mal sehr gern sehen. Ja, von hier kam ich, ne? Ja. Jones Terminal Passwort. Ja, hab ich schon aufgeknackt. So, warte mal hier oben noch. Das nennst du einen sauberen Boden. Haben deine visuellen Rezeptoren eine Fehlfunktion? Siehst du nicht den Staub und Dreck? Ich höre dich nicht. Entschuldigung, Doktor. Weißt du, was passiert, wenn Roboter einem die ganze Arbeit abnehmen? Man wird fett und faul. Ganz einfach. Richtige Menschen, die richtig denken und richtig arbeiten. Diese Zukunft will ich. Warum bist du an hier? Die Menschen werden doch auch so schon fett und faul. Ab und zu vielleicht.
aber nicht in dem Maßstab, den ich meine. Aber das war dann wohl ein Witz auf meine Kosten. Und bestimmt nicht der erste. Naja, ich sollte dich wohl willkommen heißen. Vielleicht kann ja ein neuer Blickwinkel hier was bewegen. Keine Ausrede. Du bist eindeutig defekt. Und ich werde das anzeigen. Vielleicht können wir deine Teile später für etwas verwenden, was tatsächlich zu gebrauchen ist. Ich höre dich nicht. Spreche irgendwie zu leise. Okay. Jetzt laufen sie so. Hand in Hand. Kommt irgendwie so fremd vor, wenn man saubere Sachen sieht. Also, Direktor, ich werde dieselbe Empfehlung abgeben wie das letzte Mal. Wir haben alles getan, was wir konnten. 4 Jahre, in denen wir versucht haben, die Commonwealth-Provinzregierung zu stützen. Wir alle haben die Berichte gesehen. Sie zerfällt, und zwar schnell. Wir brauchen einen Plan für die Zeit danach. Ich weiß, dass einige der anderen Abteilungen vorgeschlagen haben, den Kontakt vollständig abzubrechen. Wir sollen uns unter der Erde verstecken und so tun, als wäre niemand zu Hause. Oh, du bist ein Runner. Meiner Ansicht nach wäre das ein Fehler. Ja, ne, ich habe einen Runner erlebt. Aber sind ja Aussims, oder? Dank des Androidenprogramms müssen wir das auch nicht. Wir werden bald die Möglichkeit haben, genug Androiden an die Oberfläche zu schicken, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Denken Sie... Ich hoffe wirklich, die gehen nicht alle auf mich los. In Ordnung. Und behalten Sie das bei der weiteren Planung im Kopf. Hey, Kumpel. Was? Kumpel. Hallo. Ehrlich? Aber ist immer noch besser als... Weiß ich nicht, seit Fallout 3... Nee, Skyrim war das. Alle Kinder wurden gesiezt. Das war irgendwie kacke. War wahrscheinlich wegen der Übersetzung. Weil alle mit You angeredet werden mussten. Und ja, haben die einfach die Mehrzahl davon genommen. Weswegen alle Kinder mit sie angeredet worden sind, was ich irgendwie sehr kacke fand in Skyrim. Da war bestimmt in Fallout 3 auch so. Aber jetzt ist das nicht mehr so, glaube ich. Ja, die Dusche, kann ich die aktivieren? So. Mach. Okay. Okay. Ah, schön. So, ich bin ja wieder Red Away oder so weiter. Da muss ich alles in Geld umwandeln. Damit ich mir anderen Teile kaufen kann. Ich weiß, ich bin paranoid, aber... Naja, kann ich die noch aufballern ein bisschen und stärker als meine jetzigen Sachen machen. Und dann bin ich im Eimer. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Grüße, Sir. Ja, hallo, Sir. Nenn mich Daniel. Warum nennt mich hier niemand beim Namen? Warum? Ich glaube, hier war ich schon. Ja, jetzt bin ich wieder bei Sean. Mein Helm eigentlich auch irgendeinen Effekt. Wo ist er? Wirklich keine Wahrnehmung, ja, okay. Ich glaube, ich bin im Kampf ein bisschen besser, als verliere ich zwar Intelligenz. Das bedeutet, ich bekomme weniger Erfahrungspunkte. Aber egal. Die Zigaretten, die werden so weit von verkauft gleich. Klopapier? Klopapier! Das ist ein Verbrechen gegen die Natur. Die müssen andersrum da dran hängen. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich kann ihr jedes Mal rein, wenn ich will.
Ich hoffe, die Burschaft kommt nicht irgendwie ein paar Sekunden später hier reingestürmt. Weil dafür bräuchten die mehr Chips, ne? Hi. Ich liebe meine Arbeit. Aber noch mehr liebe du ich bist der Vater von der einen. Hallo Doc. Man muss ganz schön jonglieren, um alle Systeme hier unten im grünen Bereich zu halten. Hier sieht es neu und blitzeblank aus. Aber hinter diesen Wänden steckt viel alte Technologie. Ich mache mir nachts schon Sorgen, dass es wieder einen Stromausfall gibt. Hier läuft doch alles wunderbar. Ich würde sagen, du machst deinen Job gut. Schön, dass es jemand zu schätzen weiß. Die meisten halten meine Arbeit für selbstverständlich. Diese Art von Arbeit fällt nur dann auf, wenn was schief läuft. Du weißt, was ich meine. Ich muss ein paar Sachen überprüfen. Wir sehen uns später, okay? Ich habe irgendwie das Gefühl, die werden alle auf mich losgehen. Ist das hier nicht wunderbar? Alle werden auf mich losgehen. Ich kann mich hier überall bedienen, das ist so verdächtig. Also müssen die irgendwann alle feindlich werden, sonst könnte ich nicht verstehen, warum ich hier einfach reingehen kann und alles nehmen kann. Da war ich. Oh, ich komme jetzt sowas von nicht klar, ne? Scanner. Person identifiziert. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Vor allem er schon Waffen ausgerüstet. Aber knapp. Ich habe viel über dich gehört. Eine bemerkenswerte Geschichte. Ich versuche Schach zu lernen. Als der erste persönliche Sünd des Instituts versuche ich mit gutem Beispiel voranzugehen. Was ist ein persönlicher Sünd? Dr. Binet führt ein Sozialexperiment durch. Er möchte herausfinden, ob sich ein Sünd in eine menschliche Familie integrieren kann. Ich weiß, dass ich nie seine Frau ersetze. Oder seinen sehr komisch verformten Kopf. Aber ich kann ihm zumindest bei der Hausarbeit helfen. Ich glaube, ich kann ziemlich gut kochen. Es war wirklich schön, sie kennenzulernen. Sie lehnen sich bestimmt gerade noch ein. Also lasse ich sie mal damit weitermachen. Bei den Rennen werden alle verkauft. Die wirken... Ich weiß nicht. Kalt. Hey. Papa sagt, ich kann so gut mit Computern umgehen wie er. Okay, das ist gut für dich. Und Papa. Oh, ich mache euch hier allen zu Nichtrauchern. Keine Zigarette wird hier einfach liegen gelassen. Locken. Schmalzlocken. Ja, vielleicht der Terminal noch knacken sollen. Ich knacken, das war schon geknackt, aber ja, haben wir wieder ein paar Sachen zu verkaufen. Aber hat hier so ein Ding in der so ein Scope. Wir alle Wissenschaftler. Ja, noch mehr Zigaretten. Können wir nicht sagen, dass ihr alle Raucher seid. Oh, hier habe ich noch keine gefunden. Sonst wären die Wände bestimmt nicht so weiß. Die würden sich dann irgendwann so gelblich verfärben. Keine sichtbare Wirkung auf die K14. Du, nein. Ever, nein. Hazy, yeah. Da muss jetzt Geld und so weiter drin sein. Okay. Das ist jetzt sehr schillig. So, fertig. Du kannst jetzt deine Pflichten wieder aufnehmen. Und denk dran, jede Wirkung im Detail zu dokumentieren. Ich hoffe, ich werde ein nützliches Testsubjekt sein, Doktor. Mhm. All diese Technologie. Aber Erkältungen können wir immer noch nicht heilen.
Ich wünschte, sie hätte da so wie wir. Wenn du dich eingelebt hast, möchte ich dich untersuchen und eine Akte anlegen. Aber kein Grund zur Eile. Du bist hier der Doktor? Hier ist jeder ein Doktor. Aber ich bin Professor. Wenn du das meinst, dann ja, so könnte man mich durchaus nennen. Nimm dir doch erstmal Zeit, um dich einzugewöhnen und alles kennenzulernen. Bis dahin kannst du gerne vorbeikommen, wenn du verarztet werden musst. Wir machen die Untersuchung, wenn du bereit dazu bist. Pass auf dich auf, dann habe ich weniger zu tun. Ich hoffe, wenn ich mich hier den Leuten anschließen würde, dass ich mich dann nicht irgendwie zum Feind mache für alle anderen Gruppierungen. Ich hoffe ja nicht. Dass Nahrungsergänzung 77 abgesetzt wurde. Die habe ich am liebsten gemocht. Können wir sie nicht noch etwas behalten? Ich werde Ihr Anliegen gerne an die Abteilung Biowissenschaft weiterleiten. In der Zwischenzeit genießen Sie bitte. Pass gut auf dich auf. Dann wirst du mich nicht allzu. Ich möchte Nahrungsergänzung 77. Es tut mir leid, Sir, aber diese Ergänzung ist nicht mehr verfügbar. Nutzlose Maschine. Da bist du ja. Schön, dass du es geschafft hast. Die Versorgungsstelle ist immer geöffnet. Müssen möchten Sie ein paar konservierte Nahrungspakete? Zeig mal, was du so hast. Ich kann keine anderen Sachen verkaufen. Hier unten ist es bestimmt langweilig, verglichen mit der Oberfläche. Alle freuen sich über das neue SIM-Projekt. Tödlich. Komme ich immer. Ah, eiskalte Nuka-Cola. Die gibt es auch wieder. Die konnte man sich selber machen. In Fallout 3. Was? Verlasse das Institut. Will ich aber nicht. Gehen jetzt auf mich los. Bitte nicht. Bitte, behalte deine Bakterien bei dir. Die Versorgungsstelle ist immer geöffnet. Möchten Sie ein paar konservierte Nahrungspakete? So wie Sie Vater in die Welt gebracht haben, hat er uns in die Welt gebracht. Du riechst, als wärst du an der Oberfläche gewesen. Ich rieche? Quentin lügt wie gedruckt. Wie soll er wissen, wie es an der Oberfläche ist? Er war doch noch nie da. Mehr noch. Warum kann man fahren, jetzt diese Nachricht? Was? Immer ein bisschen geheim aus, obwohl es nicht so gut versteckt ist. Na gut. Ich sage, ich beende Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Das Protokoll, Sir. Nur für autorisiertes Personal. Dr. Ayo denkt also, er kann sich in seinem Büro verstecken? Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Mein Quartier mitten in der Nacht zu durchwühlen, ist vollkommen inakzeptabel. Ich leite Ihre Nachricht weiter, Doktor. Bitte mach das. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.